Hallo. Hallo. Na, bist du Na, wieder wach? ich bin wieder wach. Sehr schön. Ich hab Feierabend. Perfekt. Das klingt gut. Wo finde ich dich? Zu Hause. Dann komme ich da jetzt hin. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Okay. So, willkommen zur zweiten Aufnahme von heute. Falls irgendwas Wichtiges passiert, ihr wisst Bescheid, ne? Aufsitzrasenmäher. Hier. Der neue Shop in Mount Sona sieht einfach nur wundervoll aus. Hier steht man doch gerne und der Duft der Blumen hat sich langsam auch schon im Empfangsbereich verteilt. Oh. Okay. Hi. Hi. Na? Na? Hast dich gut erholt? Soweit ja. Schön. Was denn? Nichts. Alles gut. Okay. Du klingst so fröhlich. Ich bin fröhlich. Das ist schön. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Worauf hast du Lust? Weiß nicht. Ich muss mal kurz Sam zurückrufen. Okay. Hallo Emilia. Hey. Na, alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja.
Ja. River und ich stehen bei Patty's und sind am Arbeiten und ich habe ein neues Auto. Was? Ja, ich habe Echt? ein Easy Cabrio. Oh, ein Cabrio. Ja. Steht es auch am Pier? Ja. Okay. Das muss ich mir Natürlich angucken. bin ich damit, natürlich bin ich damit hierher gekommen. Hallo? Erstmal Ja, direkt angeben, Fett hier. hätte ja sein können. Oh, echt, ich bin schon heute eine ganze Runde um die Insel gefahren. Es ist so toll. Oh, das muss ich mir angucken. Ja. Unbedingt. Mach das. Und ihr seid bei Patties, ne? Ja. Okay. Ja dann, vielleicht bis gleich. Ich würde mich freuen. Ja. Bring alle mit. Es ist gerade schon wieder nichts los. Vorhin war voll viel los und jetzt ist wieder tote Hose, ey. Yay. Oh, ja, vielleicht bringe ich jemanden mit. Okay. Okay, gut, dann bis gleich. Bis gleich. Hast du Lust auf Eis? Ich? Ja. Nee, heute nicht. Nee, oh, dann muss ich leider alleine dahin jetzt. Ach so, dann, naja gut, okay, dann will ich vielleicht eins, ja. Dann ja, okay. Okay, was willst du dir angucken? Sam hat ein neues Auto. Okay, Ein dann gucken wir mal. Cabrio, ja. Oh, na dann, auf geht's. Ja. Oh, warte. Okay. Neues Auto. Na, da bin ich mal gespannt. Will auch ein neues Auto. Ich auch. Aber du hast doch deins erst neu. Das macht ja nichts. Sogar schon ein bisschen getuned, also. Naja. Jetzt ist ja die Frage, tune ich das mehr oder spare ich das Geld und kaufe mir was Besseres? Ich würde das Geld sparen. Wenn ich du wäre. Tja. Mal gucken, ne? Mal gucken. Vielleicht habe ich auch noch so andere Sachen vor. Andere Sachen? Mit den Autos? Und vielleicht auch mit anderen Sachen. Anderen Sachen. Ist ja auch ein Stoppschild, sehe ich gerade. Ja. Warum Ja, auch immer? Naja. da müssen wir uns wohl überraschen lassen. Oha. Gibt's denn noch so Aber viele Sachen, die du. Gut. es gibt noch einige Sachen, die ich machen möchte. Zum Beispiel den Flugschein. Zum Beispiel. Gibt auch noch einige Sachen, die ich machen möchte. Zum Beispiel. Tja. Okay. Wenn ich dir das jetzt sagen würde, wäre es ja kein Geheimnis mehr. Okay, also haben wir doch Geheimnisse voneinander. Vielleicht. Na Vielleicht sage ich gut. das auch nur, um dich jetzt zu ärgern. Okay. Aber wir wissen es nicht. Jetzt stehen hier zwei Cabrios. Jetzt ist die Frage, welches ist ihres? Mal gespannt, aber ich tendiere auf das Weiße. Ich glaube, das ist es. Mal sehen. Und Arbeitstag war soweit gut. Ja, alles ruhig, wie immer. Was solltest du doch ja auch eine Ice Lady werden? Ja, Johanna mal fragen. Ja. Hallo, gibt's hier auch Service oder so? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo. Ich bin einfach empört hier. Oh. Hör schon raus. Na, Na? meine Hübschen. Na. Hey. Hallo. Der River gibt gerade seinem Kumpel eine Einführung in den Kaffeevollautomaten. Ah, und Oh. erfolgreich? Ich lerne auch noch was mit dabei, ey, ganz ehrlich. Ich habe das einfach immer so gemacht, so wie Jona mir das gezeigt hat. Da drückt, oder er erklärt das. Er hat richtig Ahnung davon. Oha. Ja.
Oha. Das klingt gut. Ja. Vielleicht können wir uns ja auch ganz heimlich da mitten hin anstellen. Wird bestimmt nicht irgendwie auffallen, dass es plötzlich so voll ist. Nein, 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 nein. Nee, Quatsch. Wir sind noch ganz ruhig. Okay. Einfach mit rein. Ich fühle mich wirklich gut ausgehoben. Hallöchen. Ja. Hallo. Hallo. So, jetzt musst du dein Wissen nochmal weitergeben hier. Sag mal von vorn, bitte. Ja, da kommt man näher ran. Was ihr ja so raussehen habt, ist einmal für Espresso gedacht und normalen Kaffee. Bei Espresso, wenn ihr das da reinmacht, müsst ihr darauf achten, dass das natürlich erstmal der richtige Mahlgrad ist, weil bei Espresso man das immer auf fein einstellen muss. Und dann habt ihr noch zum Festdrücken diesen kleinen Temper, da nicht zu festdrücken, weil einerseits ist es dann verstopft oder das Kaffee, also das Wasser durch den Kaffee einfach durchfließt und ihr null Geschmack habt. Ja. Ja, also ja. Ich finde, dass der Kaffee wirklich sehr lecker schmeckt. Danke. Okay. Interessant. Und wie kriegst du das hin? Also zum Beispiel, das passiert mir öfter, dass ich mir einen Kaffee kaufe und dann verbrenne ich mir direkt alles. Meinen ganzen Mund. Kann man das auch machen, dass man den irgendwie temperieren kann? Oder muss man das immer volle Pulle, volle Tempomat da reinscheuern? Also, Also Kaffee machst du normalerweise so mit Wasser, wenn du Wasserkocher benutzt, das wie ich mit Handfilter eigentlich gerne mache. Ja, du zelebrierst das also gerne. Ja, Kaffee löst sich nicht ganz auf, aber die passende Wassertemperatur wäre so 94 Grad. Aber weil mit Handfilter dauert das auch wesentlich länger als jetzt mit so einem Barista-Ding, da wird das dann aber schon auf eine angenehme Temperatur, dass du es nicht ganz heiß trinken kannst. Weil du dann schon 3-5 Minuten warten musst. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ja. Ich habe auch Diplome mit Chemie gemacht und hör mir auf, das war das reinste Reinprügeln. Oh je. Ja, bei Chemie, da kannst du mich sonst fragen, wenn du noch was wissen willst. Stimmt. Ja, ich kenne mich nur mit Haaren aus und mit Haarfarben. Das ist aber auch Chemie. Aber das ist auch wieder Chemie. Ja, alles ist Chemie. Irgendwie ist alles Chemie. Ich war schlecht in Chemie. War eigentlich auch besser in Bio. Aber ich musste mir das halt auch so ein bisschen reinprügeln, weil naja, man muss ja auch wissen, wie die Medikamente aussehen, die man dann nachher über den Tisch gibt. Das stimmt. Ist auch wahrscheinlich trockener, als wenn du jetzt eine Kaffeebohne hast, weil es so viele verschiedene Medikamente gibt, ne? Es ist eine Menge. Es ist wirklich eine Menge. Oh, dass du das gelehrt hast, Hut ab. Ja. Ja, ich finde das wirklich spannend. Ich habe gehört, ihr beide wollt jetzt einen Eiskaffee haben, oder was? Also ich nehme einen, ich weiß nicht. Matthew, oder was willst du haben? Ich habe das auch gehört, ja. Ja, ja, alles klar. Okay. Eis und Kaffee macht... Was wolltest du sagen? Auch Kaffee machen? Das stimmt. Ja. Mhm. Ich habe auch noch was für nachher. Was denn? Für nachher. Nachher? Nachher. Eigentlich jetzt, aber wenn es jetzt Eis gibt, dann nachher. Achso, also es ist was zu essen. vielleicht. Ah ja. Jetzt müsst ihr aber Platz machen hier, um mir nicht zu sehr auf die Finger schauen. Warum nicht? Ihr wüsst. Ich sehe einen strengen Blick von hinten. Ich spüre ihn im Nacken. Quatsch, ich habe eine Sonnenbrille auf. So, warte, ich komme mit. Ich sehe das doch! Was? Niemals. Ja, nichts gemacht. Ja. Dankeschön. Einmal. Und ich habe gehört, danke. Der Herr bezahlt. Das ist richtig. Oh, ja, danke. $16. Und der ist auch schlecht in Mathe. Dankeschön. Oh nein, und er ist schlecht in die Person.
Also, aber Emilia, wir sehen uns schon echt zum Verwechseln ähnlich, ne? Ja, eindeutig. Danke. Dann können wir uns auch mal wieder nach draußen packen. Ist ein bisschen schöner als hier diesen sterilen Fliesen. Voll schöner Sonnenuntergang heute. Ja, mega, oder? Mhm. Und dann müsst ihr mein Auto gucken. Ja. Ja. Yay. Ich glaube, das war Auto gucken. Der Weiße? Ja. Oha. Ist der geil oder ist der geil? Der ist geil. Aha. Ich hatte recht. Ja. Meins. Nö, meins. Wie teuer war der? Ey. Teuer. Teuer? Wie teuer? 12,5. 12,5? Ja. Gott, da komme ich doch nie an ein Cabrio. Ich will gar nicht wissen, wie viel der Sentinel gekostet hat von Alexis. Den hat sie ja geschenkt bekommen. Ja. Ja, der ist ein bisschen größer, ne? Aber, hör mal. Ja. Das ist ein E-Auto. Okay. Motor? Nee. Es ist mir vorhin schon einmal passiert, dass ich dachte, ich habe den Motor ausgemacht, aber der war noch an. Ja, typisch E-Auto, hä? Oh, aber voll super. Ich bin halt schon mal einmal komplett um die ganze Insel rum. Ja. Gibt's den auch ohne E-Auto? Das weiß ich gar nicht. Okay. So bei PDM fragen. Achso, warte, ich kann das Verdeck auch mal hochmachen. Oh ja. Wo war der Knopf? Das nur, wenn der an ist, wahrscheinlich. Weil sonst ist ja keine Elektronik. Ah! Auch schick. Oder? Mhm. Das ist jetzt mein Baby. Es hat nur noch keinen Namen. Na, nicht schlecht. Es muss einen niedlichen Namen haben. Ja. Willst du die Farbe so lassen? Ich wollte eigentlich gelb haben, aber irgendwie gefällt mir weiß jetzt doch ganz gut. Gelb? Ja. So richtig gelb, Sonnenblumengelb. Ja. Das würde passen. Ist halt eigentlich auch so meine Lieblingsfarbe. So. Wenn der Streifen vorne bleibt, ja. Weiß, finde ich ihn eigentlich auch echt schick. Außerdem, das hatten wir vorhin gesehen, dann ist das so, als ob von Brandon und von mir das großer Bruder kleine Schwester Auto ist. Weil von Brandon der Sentinel ist ja auch weiß und schwarz. Ja. Und das hat jetzt schon ganz gut zusammengepasst. Mhm. Na, ich weiß nicht. Aber 12. Ich weiß. Das ist teuer. Naja. Für so ein kleines Auto. Ja. Wenn ich überlege, der da daneben, ich glaube, den kriegst du für 3. Ja, genau. Hm. Aber der ist kein Cabrio. Das stimmt. Das ist doof, ja. Da, dieser rote da, das ist auch ein Cabrio, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, aber der ist teurer. Wesentlich. Ich kenne mich halt gar nicht aus mit Autos. Ich habe dieses Auto gesehen, habe mich verliebt. Ich so, ich möchte so ein Auto haben. Und John hat mir dann irgendwann gesagt, ja, der heißt übrigens Izzy. Ich so, okay, cool. Bei PDM angerufen, wie viel kostet dein Izzy? Also ich bin halt echt komplett raus, ne? Also der ist komplett neu. Der ist komplett neu, ja. Wird es gebraucht wahrscheinlich so 10.000, 11.000 oder so? Denke ich mal. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern es den gebraucht gibt aktuell, ne? Gut, ja, okay. Weil ich habe den generell nicht so oft gesehen, tatsächlich. Hm. Naja. Das dauert. Wollen wir zurückgehen? Ja.
Ich will auch ein Cabrio. Hallöchen. Hallo. 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 Hallöchen. Ja, der Devin, der... Nee, nicht der Devin. Der Riven, der macht uns jetzt Eiskaffee. Wir freuen uns schon. Ach so, ja, Devin, wir müssen auch noch überlegen, wegen Termin, wegen deinen Haaren, ne? Ja, das war heute irgendwie außerhalb von meinem Kopf. Hab ich drüber nachgedacht. Ja, machen wir schon noch. Und Sie beide, Sie kennen die andere Verkäuferin. Ich arbeite auch hier. Oder arbeiten Sie hier? Ja. Ah, okay, ja, dann macht also das Sinn. Also, ich schon. Ja. Ich finde wirklich, dass ihre Eissorten wirklich sehr gut sind. Aber ich esse meistens immer nur dieses Salted Caramel Eis. Ja, das ist ja auch am besten. Ja, und würden Sie sagen, die Sahne obendrauf oder unten drunter? Obendrauf. Aber wenn sie unten drunter ist, dann klumpt die doch so. Das schmeckt doch auch eigentlich lecker, oder finden Sie das nicht so lecker? Aber dann fällt sie doch so ein, wenn dann was da drauf kommt. Ja, das stimmt. Da haben sie auch recht. Und oben ist sie fluffig. Aber die wird auch zu den Seiten hochgepresst. Ja. Aber ich finde, also ich muss sagen, dieses Salted Caramel Eis, das hatte ich in New York nie. Das ist sowas Neues. Haben Sie noch was, noch andere Kombinationen? So vielleicht Cheesecake oder Blueberry Muffin oder sowas? Nee, sowas leider nicht. Oh, das ist schade. Das hätte ich auch gerne gegessen. Vielleicht kommt das ja noch. Na, hoffentlich. Aber dann machen Sie ja auch diese Eiscafés und sowas alles, ne? Arbeiten Sie schon lange hier? Ich arbeite jetzt, oh Gott, ich glaube 2-3 Wochen oder so. Ja, auch noch ganz frisch. Ja. Und bis jetzt? Alles schön. Ja, alles perfekt. Mach richtig viel Laune. Hat Riven auch schon erzählt, dass alle hier total kollegial und nett sind. Ja. Ja, River kenne ich jetzt, weiß ich nicht, seit 2 Tagen. Okay. Ja. Ich glaube, der hat auch ganz neu angefangen hier, ne? Nee, das nicht. Ich glaube, der war nur sehr lange im Urlaub. Ah, okay. Ich habe nur gehört, dass ihr auch einen Eistruck habt. Das finde ich auch cool. Das stimmt. Ach, echt? Ja. Wo seid ihr dann immer, wenn ich fragen darf? Eigentlich da, wo wir wollen, meistens am Stadtpark, weil da sonst am meisten noch mit los ist. Ja. Also wenn wir zum Beispiel zu dritt im Dienst sind, dann kann einer sich den Truck schnappen und irgendwo hinfahren. Okay, das macht Sinn, ja. Stimmt. Oh, ja, ich habe sie leider noch nie gesehen. Also jedenfalls nicht mit dem Truck. Ja, wir sind meistens halt immer abends da. Wenn mal Glück ist, dann sind wir auch nachmittags irgendwie mal da. Ja. Aber es wird jetzt. Also es war jetzt gerade Urlaubszeit und vielleicht wird es jetzt ein bisschen mehr. Ja, das ist so das Sommerloch, ne? Genau. Aber... Ich habe gesehen, es werden auf jeden Fall viele Stellen ausgeschrieben. Vielleicht findet man da ja auch noch was Gutes. Aber Pattys Eis habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gesagt, nicht gesehen. Das stimmt. Jetzt muss ich erst mal ausrechnen. $39. Der werte Herr, der arbeitet hier Wie nicht, viel? Ne? Nein, ich arbeite hier nicht. Alles klar. Warte, ich übernehme. Ach so. Ah, warte mal kurz. Ich habe ich das dabei? Müsste gehen, Moment. Meine Frage, findet ihr, dass die Jacke mir steht? Ja. 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 Kannst du super tragen. So, danke dir. Dann behalte ich die. Hast du die neu gekauft? Nee, die habe ich geschenkt bekommen. Ach, schön. Ja, die behalte definitiv. Sieht doch gut aus. Lasse ich die mal an, aber ich ziehe die wieder aus, nämlich ist ganz schön warm hier. Uiuiui. Oh, ich hoffe, ich habe heute keine Termine mehr. Ich mache jetzt mal lieber mal die Dings aus. Die Dichteiskaffee. Leitstelle. Dankeschön. Ja. Danke. Und für euch beide. Dankeschön. Dankeschön. Gerne, gerne. Oh, der beste Eiskaffee.
Oh, der sieht halt wirklich super lecker aus. Lasst euch schmecken. Und dankeschön, Devin, dass du uns eingeladen hast. Dankeschön. Ja, kein Thema, gerne. Ja, schmeckt sehr gut. Na super. Und ihr geht jetzt gleich zu diesem Konzert im Stadtpark, habe ich gehört. Da ist ein Konzert? Ja, ja. Von Mandrew. Matthew. Das ist ein Country-Sänger. Ja. Ah, okay. Oh, der hat so eine gute Stimme. Die Chloe und ich, wir haben den im Taxi getroffen. Da war er noch Beifahrer, beziehungsweise irgendwie Praktikant, Beifahrer. Ist der nicht jetzt Taxifahrer? Ja, ja. Ich habe nämlich so einen Post gesehen, dass der singende Taxifahrer ist. Ja, der hat uns auch was vorgesungen. An seinem ersten Tag. Ah, wie cool. Im Taxigewerbe. Ja. Was singt er denn für Lieder? Also gibt's da bestimmte? Heute Abend ist es, da ist seine erste eigene Single. Ne? Ah. Wegen wissen wir das noch nicht, aber wir sind gespannt auf jeden Fall. Soll über die Stadt gehen, also um die Stadt gehen. Seid ihr mit den Fahrrädern gekommen oder seid ihr gelaufen bis hierhin? Bestimmt gelaufen, zu Fuß. Ne? Mhm. Ah, das tut richtig gut, nach zwei Cafés noch ein Café sich reinzuziehen. Meine Güte, ich kann gleich auch mit dem Fahrrad über Berge fahren. Gleich siehst du Geräusche oder sowas. Ja, aber dann sage ich, das ist die gute Dröhnung gewesen vom Pettys Eisladen. Aber natürlich ob das jetzt gut oder schlecht. Ist das ein Flummi? Nein, das ist ein Geralt. Ja, ich springe hier auf und ab, aber ich sag dir, ich habe gestern um 3 Uhr nachts noch die Haare geschnitten, das war auch abenteuerlich alles. Oh Gott, aber wie lange warst du denn unterwegs? Ich glaube bis 4. Aber, ne, die Arbeit schläft nie, ne? Nein. Also, du bist immer so gut beschäftigt. Ja, das stimmt. Aber wer das so göttlich macht wie du, oh, ist gar kein Wunder. Oh, das ist aber lieb. Da fühle ich mich direkt wieder geschmeichelt, Mina. Das musst du mir nicht immer sagen, sonst werde ich ganz rot. Die Farbe steht ja auch, Geralt. Keine Angst. Mhm. Okay. Glaube, ich versuche mal meine eigenen Haare zu färben, aber ich bin heute in meinem Katalog weitergekommen. Ich habe noch mehr Farben herausgefunden, die wirklich schön aussehen. So Platinfarben. Und Platin ist auch was Schönes. Ja. Ich bin nächste Frisurparty. Ja, es kommt noch irgendwann. Frisurparty klingt auf jeden Fall nach viel Spaß. Ja, das habe ich eh schon geplant, dass ich eine Frisurparty mache. Mit der Nudelparty. Und das nennen wir Spaghetti-Party. Nudelparty, da haben sich die Leute meistens komische Sachen ausgedacht. Die Spaghetti-Party, wir treffen uns einfach nur und kochen zusammen Spaghetti-Bolognese und essen die und reden und quatschen. Und vielleicht spielen wir dann noch Gemeinschaftsspiele oder so, ja? Ja, aber Geralt, versprech mir eins, nie eine Pizza-Party. Okay, die Pizza-Party machen wir auch nicht mehr. Okay, da streiche ich jetzt wieder von der Liste. Das heißt, frag lieber nicht. Jetzt ja. Aber wir wissen. Ja, also ich habe mal drüber geredet mit der Pizza. Bei mir in der Küche hängt jetzt Pizzateig an der Decke. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Und du bist... Aber Devin macht das ja später nochmal weg. Wolltet ihr auf Italiener machen und das auf den Händen kleben? Ja, so ungefähr. Bei mir hat es funktioniert, das mit dem Teig. Keine Sorge. Nur bei mir nicht. Ja. Hypo macht den Meister. Ja, hat ja nicht so ganz funktioniert. Du musst so ins Freie gehen. Glaube ich auch. So. Leitstelle habe ich abgegeben, dann werde ich mich gleich mit Brianna noch treffen. Und aber River, bist du denn gleich auch mit dabei? Ja, klar, ich... ist der gleich dabei. Ja, ich komme auch. Ja. Den packen wir gleich ein. Ich werde mich auch einfach anschließen. Mit. Ich möchte es nämlich auch sehen, hören. Ist ein Bekannter von mir, der Matthew. Ja, echt? Ach, schön. Ich habe ihn vorhin noch angerufen, hat sich voll gefreut, dass ich mich gemeldet habe und meinte, ja, da musst du auf jeden Fall kommen. Ich so, alles klar, ich mache Pettys früher zu, ich bin auch da.
Wir wollen da auch hin. Ja, hat Juno schon erzählt, genau. Sind wir alle acht dann da? Weiß nicht, Emilia, Matthew, wollt ihr auch kommen? Ich hätte nichts dagegen. Ja. Dann lernst du den Matthew kennen, weswegen ich dich als Mettbrötchen eingespeichert habe. Mettbrötchen? Okay. Das müsst du. Wie als Mettbrötchen? Mettbrötchen schmeckt aber lecker. Muss ich schon sagen. Ja. Das stimmt. Mhm. War das dein erster oder dein zweiter Tag hier? Ich glaube, der zweite. Dann hieß es ja, wie heißt denn du ja, Matthew? Und Johanna hat da ganz komisch reagiert, weil sie halt auch ein Matthew kennt. Und dann irgendwie hieß es ja, jetzt brauchen wir aber einen Spitznamen für dich. Und ich auch so, ja, ich kenne ja auch schon Matthew. Das ist ja doof, wir brauchen einen Spitznamen, sonst kommen wir durcheinander. Oh je. Und irgendwie ist es dann Mettbrötchen geworden. Also Matt wie Mettbrötchen. Und dann ist Johanna rüber zur Brustpumpe und hat uns alle Mettbrötchen mitgebracht. Und danach waren wir einsaufen. Das war schön. Ja. Fahrt ihr denn alle auch mit dem Taxi dahin? Ich bin mit meinem Auto da. Also ich habe auch eigentlich, zu Hause einen Viersitzer. Also ich dachte, Vivian kann ja einen von euch mitnehmen und ich nehme euch die drei anderen mit. Ja. Was soll das? Nee, die zwei anderen, ich kann nicht rechnen. Ihr könnt auch alle drei bei mir mitfahren und meine Fahrkünste beurteilen. Sind sie gut oder schlecht? Ja, also die sind perfekt. Ich bin zweimal durch die Prüfung durchgerasselt. Nee, einmal bin ich. Ich wollte gerade sagen, wieso denn jetzt zweimal? Ja, ich denke einmal. Einmal, ja. Also meine Fahrskills sind schon, ja, average, würde ich mal sagen. Was hast du denn bei der ersten falsch gemacht? Ja, ich habe ein Stoppschild mitgenommen. Ich habe 6 mitgenommen. Was? Also ich habe es. Okay, ich bin doch kein so schlechter Autofahrer, wie ich dachte. Juhu. Das habe ich doch bei der Betriebsfeier erzählt. Oh, das habe ich schon wieder voll vergessen. Es gab ein bisschen zu viel Bier an dem Abend. Scheiße. Kein Bier vor 4. Auch wir müssen wieder einen Betriebsausflug machen mit den neuen Eisladies und so mit allen. Ja. Ich sage, ich habe Camping vorgeschlagen. Oh, Camping, oh je, das wäre ja gar nicht für mich, ne, Camping. Camping, da wo ich letztens war, wo ich euch dabei haben wollte, wo ihr Besseres zu tun hattet. Was? Oh, das ist aber jetzt ein Vorwurf gewesen. Naja. Ja, ich warte. Was denn? Worauf denn? Ja, Besseres zu tun, ja. Das klang jetzt noch eine Erklärung. Aha. Nee, alles gut. War ja trotzdem witzig. In Palito, da gibt es so eine kleine Insel, da muss man zwar ein Stückchen hinschwimmen, aber da ist ein Generator, da sind Dixie-Klos, da sind Zelte aufgebaut, da ist ein Lagerfeuer. Und da waren wir letztens mit ein paar Freunden campen und eigentlich war es eher ein Partyabend mit abendsturzbesoffenes Zelt. Das hört sich doch super an. Besoffen war ich auch immer. Oh, es war wirklich toll. Richtig Spaß gemacht. Also ich wäre bereit. Ich wäre auch bereit, soweit. Aber hat Pertis nicht noch auf bis 21 Uhr? Ja, eigentlich bis 22 Uhr, aber wenn wir zumachen, machen wir zu. Ja. Okay. Ach siehst du, ich probiere nochmal Johanna zu erreichen. Aber wenn nicht, dann ist sie halt heute nicht da. Dann ist es auch okay. Okay, sie scheint gerade zu telefonieren. Sie ist also da. Zumindest wurde ich direkt abgelehnt. Oder sie hat Flugmodus an oder sowas. Oder oh je. Der Flugmodus ist auch nicht so einfach, ne? Na dann, ich würde fast sagen, dann stempeln wir uns schon mal aus. Dann können wir uns langsam auf den Weg zum Stadtpark machen. Ja. Dann treffen wir uns da. Ja. Okay. Ja. Dann könnt ihr ja sonst auch schon vorfahren oder so. Dann kommen 3 Leute mit. Ich weiß nicht wer. Passt das denn jetzt? Also, weil einen Platz habe ich halt bei mir jetzt auch. Ich habe auch nur einen Platz. Also, ich habe 3 Plätze. Ja, dann also, ich nehme dann auf. Die Mina mit, den Devin und die Chloe. Ja. Alles klar. Ja, dann ab geht's, ne?
Ja, bis gleich. Bis gleich. Okay. Okay. Also willst nicht. Ja, ich hab doch gesagt ja. Okay. Okay, Moment. Mhm. Ja, jetzt geht's. Klemmt dein Schlüssel auch manchmal? Ja. Hm. Ah, Stadtpark. Stadtpark. Hier. Ich hab von dem bis jetzt immer nur Adventure-Fee gelesen. Okay. Aber noch nie gehört. Dann gucken wir mal. Mhm. Die scheinen auch ein bisschen nett zu sein. Ja. Bisschen. Bisschen. Kannst du ihnen ja den Blumenstrauß weitergeben, dann können wir es doch noch versuchen. Was? Ich dachte, das ist jetzt für mich. Das stimmt. Dann müssen wir 9 machen. Mhm. Wo kannst du noch mal kurz zu mir fahren? Ja. Ich muss noch mal was ablegen. Okay. Ich warte hier. Okay. Okay, mir fällt dann ein, ich muss ja dann nur halt kurz zum PD dann, ne? Stimmt. Ja, der singt erst um 21 Uhr. Ja, dann setze ich dich da ab und dann bin ich halt kurz weg, dann komme ich wieder. Na gut. Kann ich auch begleiten. Ja, aber dann kannst du ja nicht hören, wie der singt. Hm. Aber du kannst ja dann auch nicht hören, wie er singt. Ja, aber das dauert doch nicht lange. Musst du nicht. Du sitzt in der Inno rum. Ja. Nee, hör dir das lieber an. Hm. Bin ja nur kurz weg. Okay. Das ist ja sonst blöd. Wenn ich nur da sitze und auf dich warte? Ja, für dich halt. Warum willst du denn im PD sitzen? Weiß nicht. Ich auch nicht. Um dich mental zu unterstützen. Das ist sehr nett von dir, aber ich hätte lieber, wenn du die Musik hörst, wenn du schon so viel von dem gelesen hast. Na gut. Warte mal, lass mal hier gerade rüber gucken. Hier steht kein Cabrio, okay. Was? Was? Ach so. Ich muss eh noch sparen. Ja. Aber man kann ja schon mal gucken.
Ja. Wenn es heißt 12.000, dann muss ich noch ein paar Monate ran. Hm. Ja. Aber man hat ja auch irgendwann mal Geburtstag und Weihnachten und Ostern. Ein Geburtstag dauert noch, Weihnachten dauert auch noch. Ja. Mal gucken. Aber du schenkst mir kein Auto, oder? Nee. Okay. Das kann ich gar nicht. Nee, wollte gerade auch sagen, das habe ich schon durch. Okay, kurz habe ich ja noch Zeit. Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Ich denke, wir verstehen uns da ganz gut. Ich frage dich dann morgen nochmal dazu. Ja. Mal gucken, was du dann sagst. Genau. Auch schick. Siehst du, wo der Auspuff ist bei dem Auto? Da unten? Ja. Okay. Unter dem Vorderreifen. Gut, kann man auch mal machen, ne? Mir gefällt irgendwie aber die Farbe nicht. Irgendwie gefällt mir das Matt hier nicht so. Nee. Ich mag Pearl-Effekt. Ja. Oder Chrom. Ja, gut. Chrom. Chrom. Ein Chrom-Auto? Ein Chrom-Auto. Oha. Nein, eher Pearl. Okay. Hm. Sind ja schon einige da hier. Irgendwas passiert hier gerade. Ja, alles gut. Was denn? Nichts. Das war nur ein bisschen knapp. Ja, ein bisschen. Hm? Noch leben wir. Ja. Yay. Oh Mann. Ich park wohl, wenn ich wiederkomme, ein bisschen weiter hinten irgendwo. Mhm. 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 Hallo. 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 Hi. Der River noch unterwegs? Scheint so. Was? Durch hat er sich verfahren. Oh, die sind aber laut. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich so gut ist, wie gesagt wird. Aber es sind auf jeden Fall massig Leute hier, auf jeden Fall. Oh. Marcella! Nee. Ich denke, nee. Du bist im Bett. Du bist im Bett? Oh.
Soll ich wieder gehen? Na, natürlich nicht. Hallo. Hallo. Und geht's dir jetzt mittlerweile besser? Ja. Ja, jetzt wo ich euch sehe, geht's mir auch viel besser. Wann würdest du los? Shit. 4 Minuten. Ja. Okay. Da hinten ist... Ja, hi. Ja, singst du heute hier oder wie sieht das aus? Na, no, ich nicht, na. No. Oh. Ich höre mir das an und dann denke ich, gehe ich wieder ins Bett zurück. Ja, echt? Ja, ich weiß noch nicht. Irgendwie. Ich wollte mir das auf jeden Fall heute anhören, ja. Aber ob ich länger bleibe, weiß ich nicht. Okay. Muss ich spontan schauen. Und hattest der eine du heute wieder viele Aufträge? Nee, heute hatte ich nicht so viele Aufträge, nee. Oh. Aber der da drüben, ne, der da so am Baum steht, sieht der nicht so ein bisschen aus wie der Freund von Lucia? Marcella. Am Baum? Welcher Baum? Will er jetzt nicht hinzeigen. Jetzt sind zu viele Bäume. In meiner Richtung. Geradeaus. Da. Nee. Okay, jetzt mache ich das. Jetzt habe ich hingezeigt, ja. Ach, da hinten. Ist da hinten die Gigi? Kann das sein? Marcella? Ich glaube, ich brauche eine Brille, du siehst mehr als ich. Komm mal kurz mit, Marcella. Ja, ich komme mit. Oder stellt er sich gleich aufs Auto? Ja, das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Hm. Würde ich feiern. Habt ihr ihn schon mal gehört? Mhm. Im Taxi hat er uns schon mal vorgesungen. Ah, okay. Aber so als Auftritt und so noch nicht, ne? Mhm. Nein. Hat er im Taxi dann ein bisschen Musik angemacht oder zu gesungen? Ah. Doch, geht hoch. Verflixte Scheiße, hier ist ja richtig was los, Los Santos. Sollen wir auch vorgehen? Okay. Wir warten noch. Du gehst. Geh dann los. Genau, und ich beeile mich. Okay. Kriege ich noch eine Umarmung? Na klar. Gleich. Bis gleich. Ich beeile mich. Wollen wir uns ein Stück nach da vorne stellen? Können wir auch machen. Ja, hatte ich gerade eben schon gefragt. Okay, dann machen wir. Da habe ich keine Hemmung. Los geht's. Was geht's denn hier los? Weißt du das selber? Er meinte gerade ein paar Minütchen noch. Okay. Meinst du gegen 21 Uhr oder so? Ja, dann sind sie noch
4 Minuten. Hallöchen. Hey. Hallo. Hallo. Gehst du noch ein Stück rüber? Ja, klar. Jetzt hast Platz, kannst dazwischen kommen. Ja, liebe Leutchen. Es ist soweit. Ich find's ja einfach nur scheißengeil, dass so viele Leute hier heute Abend da sind. Ich meine, der ein oder andere mag mich kennen hier. Ich habe ja schon so ein paar kleine Konzertchen gemacht. Und normalerweise singe ich ja auch liebend gerne Coversongs. Auch auf meinen Auftritten. Ja, aber vor einiger Zeit habe ich mir einfach Hallo. Mal in den Kopf gesetzt, dass ich eigentlich bald mit ganz eigenen Songs auftreten werde. Und der erste wird heute Abend hier live das erste Mal in Los Santos gespielt. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich bin gerne auf ein bisschen Feedback danach gespannt. Und ich würde sagen, da ihr eh alle hier seid, hau ich jetzt einfach mal rein. Bin gespannt. Ladies and gentlemen, you're now listening to Matt D's new single, Walking Down. I'm walking down the streets of a city where I can be who I wanna be. And I never ever look back, cause here I can be free. Down the streets of Wildwood Hills to the plains of the Es kann der Weg. Gott! Es ist richtig. Ist richtig. Los Santos, ich liebe euch. 1, 2, 3, 4. My new home, my new life, all the new friends of mine. I'm believing in Los Santos, so I'm walking down the line. Where all the things going to happen, so I'm feeling free. Now I know that I can fly and things going to Sehr geil, Matthew. Hammer. Ihr seid geil. Geil, geil. Verdammte Scheiße. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein. Vielen lieben Dank. Matthew, nochmal. Meine erste Single Walking Down.
Nochmal, wirklich nochmal? Ja. Zugabe! 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 Ja, alles klar. Wollt ihr denselben Song nochmal? Ja! Ja. Wir denselben Song nochmal! Alles klärchen, dann natürlich, dann machen wir das Ganze doch nochmal. Frankie! Nimm mal schnell ins Auto und drück auf Play. Hier, ja. Wir singen Song normal. Läuft. Ladies and gentlemen, you're now listening to Matt D's new singer, Walking Down. I'm walking down the streets of the city where I can be who I want to be. And I never ever look back, cause here I can be free. Down the streets of Wildwood Hills to the planks of the Barrel Pier. And to the streets along the south side to West Butchie, yeah, I'm here. To the leaders and the beach, and I'm walking into the sun. At home and down after a long day, and I'm feeling done, yeah, yeah, yeah. My new home. Of mine, I'm believing in the sand, so I'm walking down the line where all the things going to happen, and so I'm feeling free. I believe that I can fly and things gone easily. I'm walking down the streets of the city up to Nosebleed Bay. Nachi and I needed Bruno, so I paid with a lot of money earned my guitar that I played. Los Santos dreams come true, and it's all I have to say. Sinking up on my greatest gig in the middle of the town, where the crowd would just freaking out, and I'm gonna say it loud. My new home, my new life, all the new friends of mine. I'm believing in the shadow, so I'm walking down the line where all the things go into happen, and so I'm feeling free. I believe that I can fly and things gone easily. I'm walking down the streets of the city up to the lusty sandy shores. Take a beer and a yellow jack and maybe just a few more. The whistling of the coyotes and the bikes riding through the dirt. And that's all my life about, and I swear, yeah, that it's worth. Das raubt mir die Stimme. Scheiße, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen. Das wird die neue Hymne. Wahnsinn. Tja, leider können wir heute Abend kein Konzertchen machen, aber wenigstens habt ihr das gehört. Und es wird mehr geben, das verspreche ich euch. Es wird viel, viel mehr geben. Ich danke jedem Einzelnen von euch, wirklich. Ja, schön. War wirklich schön. Der kommt einfach wirklich groß raus. Ja. Unglaublich. Ich glaube auch. Also ich fand, das war mega gut. Das war auch richtig krass. Ja, ja. Definitiv. Huh?
wirklich nicht damit gerechnet. Es ist halt so richtig professionell auch abgemischt und alles. Und ja. Den Song, den er so drunter hatte, wo er drüber gesungen hat. Also, Respekt. Mhm. Nicht gut. Oh, Marcella. Aber interessant, dass hier so viele neu eingereist sind, auf jeden Fall. Die beiden sind ja neu eingereist. Oh nein, wieso? Glaube ich. Ja. Bonner hat zurückgerufen. Ja, ich habe ein bisschen zu tief ins Weinglas geschaut. Ja. Ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Oh, tut mir leid, dass du dir Sorgen machen musstest. Ja, wir machen uns auch Sorgen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach, das ist so süß. Ja, das ist wirklich so. Hilfe. Hallo. Na, Gigi, was ist los? Alles werde ich jetzt eingekreist oder Hilfe? Ja, hi, Folie. Da würde ich alle mal knuddeln. Na, alles gut bei dir. Das ist ja wirklich eine neue Frisur. Ja. Mina auch. Ja, meinte ich, meinte Mina. Oh, stimmt, man hast du ja schon gesehen. Ja, genau. Ja. Genau. Ich hatte Angst zwischendurch, dass sie mir runterkullert, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ja. Ja, das stimmt. Musste sie nochmal zusätzlich festhalten. Ich habe mich gestern wirklich wie eine Mama gefühlt. Aber Hauptsache, sie ist. Ja, seid ihr denn auch noch gut nach Hause gekommen? Oh, okay. Ich würde mich schon mal verabschieden. Jo, schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Danke. Tschüss. Tschüss. Oder wie? Ich würde einmal gehen. Okay, mach's gut, Emilia. Tschüss, schönen Abend noch. Gut, ciao, dir auch. Danke. Liebe Grüße von Johanna. Liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Ja. Ist ja auch groß ist genug. Ja, wir haben hier. Weitergeben und dann vielleicht doch nochmal eine Frage. Ja? Hättest du gleich kurz Zeit, mich zum PD zu fahren? In deinem tollen neuen Cabrio? Mhm. Johanna, hast du sonst noch gerade was? Okay, alles gut. Ja, ich kenn's. man kennt's. Okay, dann, vielleicht noch bis gleich, aber vermutlich eher nicht. Ach so, okay. Ja, gut, ja. Ich auch. Okay. Ja, Subi. Dann, genau, dann gebe ich das dann da mal weiter. Morgen bin ich da, aber ich bin nicht arbeiten, weil Skadi hat Geburtstag. Rivers arbeiten. Ja, habe ich auch gelesen. Kriegen wir, denke ich, hin. Muss ich holen. Mhm. Ja, okay. Ja, ich bespreche das sonst noch gleich kurz mit River. Er ist ja auch noch hier. Ja, supi. Okay, weiß ich Bescheid. Bis morgen. Ciao, ciao. So, okay, dann muss ich da nochmal kurz was Bescheid sagen und dann kann ich dich eben fahren. Okay, danke, sehr lieb. Der Fokus hätte definitiv nicht auf uns gelegen. Oh. River, du musst morgen unbedingt arbeiten, sonst kann Johanna nicht zu Skadi. Hey, was geht? Morgen? Ja.
Ich arbeite morgen auch übrigens. Ach, du arbeitest sonst ich auch? Ich arbeite okay, morgen ist gut. Auch. Okay, dann kann Johanna kommen. Dann musst du nicht unbedingt. Dann wäre gut, wenn einer von euch unbedingt arbeitet. Und wer von euch hatte jetzt auch überlegt, da sich zu bewerben? Das war ich. Du hast die Nummer schon bekommen von... Ja, River hat mir die schon gegeben, ja. Genau, da, also jetzt gerade ist sie noch erreichbar. Da kannst du sie anrufen oder den SMS. Bist du Emma? Nee, ich bin Emilia. Emilia. Genau. Achso, nee. Hallo Emilia. Hallo. Hallo. Ja, und dann könnt ihr einen Termin ausmachen, wann ihr das mal alles bequatscht. Okay, alles klar. Danke. Genau, ich hatte sie nämlich gerade kurz am Telefon. Mhm. Ich muss jetzt auch los. Also von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, dir danke auch. Danke gleichfalls. Vielen Dank. Und man sieht sich vielleicht in der Eisdiele. Ja. Bestimmt. Gut, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Und dass man nicht überfahren wird hier. Ja. Ich habe immer so Angst bei so großen Straßen. Dass einfach ein Auto kommt und wusch. Also da, wo das jetzt vorher war, ist es jetzt heute umgezogen. Ja. Da bin ich immer gerannt über die Straße. Ja. Ah, oh, sogar mit Kaffeebehältnissen. Wow. Ja, alles gedacht. So, aber so mache ich, dann mache ich das aber auch runter fürs richtige Erlebnis. Oh ja. Boah, sind wir nicht cool. Ja. Es fehlt eigentlich nur die Sonnenbrille. Ja. Ja, meine Sonnenbrille ist noch bei Erik im Dings. Im Handschuhfach, weil ich doof bin. Okay. Ich habe noch gar keine, aber ich brauche unbedingt eine. So, ach Gott, das habe ich ja wieder richtig gut geparkt. Aber ich habe ein wendiges Auto, ich komme hier raus. Aber ist das wirklich ein Elektroauto? Ich weiß nicht, es klingt zumindest so, oder? Aber ich glaube nicht. Klingt nicht wie ein Verbrennungsmotor. Also es ist sehr leise, aber ich glaube nicht, dass es ein Elektroauto ist. Weil dafür ist es doch ein bisschen zu viel, weißt du? Kann sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe auch nicht... Ach, hier ist PDM. Ja, hier habe ich es heute abgeholt. Fahren wir jetzt hier, da fahren wir voll im Kreis. Okay. Aber das ist okay. Diese doofen Einbahnstraßen hier. Ja, ich bin auch einfach losgefahren, ohne vorher auf die Karte zu gucken. Das war richtig die klügste Idee. Aber ich weiß ja ungefähr, in welche Richtung das PD ist. Ja. Weißt du, welches Lied mir gerade so durch den Kopf geht? Nee. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Wow! Das passt voll gut! Ja! Oh, ich werde ein bisschen schnell hier. Da sollte ich nicht so schnell fahren. Nicht? Wie schnell kann das Auto fahren? Berg runter. Auf dem Highway habe ich heute 90 Meilen pro Stunde geschafft. Ah, okay. Also, es ist jetzt das schnellste Gerät, aber. So, Cabrio ist schon. Ist schon ordentlich. So, ja, ja. Ach, siehst du, wegen Schnurfine wollte ich doch über Johanna aber noch mal fragen. Egal. Eigentlich. Was denn? Johanna wollte es eventuell kaufen, mein altes Auto. Ah, okay. Ach, sie fährt aktuell nur Motorrad, ne? War das nicht so? Sie hat auch noch ein Panto, aber sie möchte das tatsächlich aus emotionalen Gründen haben, weil das vorher einen guten Freund von ihr gehört hat, der mittlerweile ausgereist ist. Oh. Und dann meinte sie, dann möchte sie, dass das Auto in der Familie bleibt, bevor ich das irgendwie ein fremdes auf Venture verkaufe. Ja, gut, das versteht man. So, kann ich dich dann hier irgendwo... Kannst du mich einfach rausschmeißen? Ich schon, ne? Und dann bleibe ich hier kurz... Dann vielen Dank. Gerne doch. Und einen schönen Abend dir noch. Ja, dir auch. Danke, tschüss. Ciao, ciao.
mehr da. Draußen. Na? Na, wo bist du denn? Hier oben. Da oben? Na gut. Ich komme dir entgegen. Wo denn? Ja, hinter dir. Ach da! Ja! Na? Na? War's denn wenigstens gut? Ja, das schon. Okay. Immerhin etwas. Mhm. Ich hab sogar ein bisschen getanzt. Schön. Mhm. Okay, ich bin durch. Perfekt. Wie war's? Naja, ne? Ich hab halt gesagt, was ich sagen konnte und das war's. Okay. Aber viel war's ja nicht. Mhm. Warte mal. Geht's euch? Ja. Geht? Was soll ich sagen? Ja. Warte mal. Bist du das nicht, Andy? Doch. Was? Nein? Wer bist denn du nochmal? Sorry. Matthew? Mhm. Wir haben zusammen gearbeitet. Matthew. Ja. Was geht? Ah. Oh mein Gott. Das ist peinlich gerade. Ja, nur ein bisschen. Vor allem nicht für dich, John. Ich muss gerade erst mal überlegen, hä? Irgendwoher kann ich doch deine Stimme, weil du hattest damals doch komplett andere Frisur, deswegen. Ja, das stimmt. Das Thema hatten wir doch. Wow. Scheiße. Ey, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, das ist auch okay. Ja, okay. Ja, ich find's ja auch schade, ja. Naja. Ach ja. Aber wenn es euch gut geht, dann ist ja schon mal. Okay. Oh ja, uns geht's gut. Ja, wunderbar. Ihr habt wahrscheinlich zu tun, ne?
Gerade nicht. Also wir warten auf jemanden. Ja, wir warten auf jemanden. Sag mal, Matthew, du kennst nicht zufällig jemanden, wo so eine Armband oder irgendwas verkauft? Du könntest Slava mal fragen. Weil er wollte mir eigentlich gestern noch eine Uhr zeigen. Ist das Radmir ruft an? Ja, Radmir? Hallo. Eine E-Mail? Müsste ich mal kurz nachgucken, Moment. Und wie läuft's auf bei Meriwether? Ja, jetzt geht's langsam wieder. Wir haben wieder einige Leute neu eingestellt. Es läuft jetzt so ein bisschen wieder. Oh. Wenn jetzt ein bisschen Probleme gehabt erstmal, aber ja. Wir kommen klar. Neues. Ja. Und immer noch Kadett oder mittlerweile Operator? Ich bin mittlerweile Operator. Oh, nice. Du redest so viel, das verunsichert mich vollständig. Ich habe mich verändert die Woche. Der John. Ja, ich merke schon. Es ja, mein Freundeskreis hat sich ein bisschen verändert, deswegen. Ah, okay. Hab so viel mit Radmir rumgehangen. Ah, ich verstehe. Naja. Ja, wie gesagt, ne? Hab ja auch nur gedacht, so ein bisschen, wo du dann plötzlich weg warst. Ich dachte, okay, musst du mal schreiben. Aber, ja, wenn es ja dann jetzt läuft, dann ist ja okay. Ja, hab bei Meriwether gekündigt gehabt. Das habe ich mitgekriegt, ja. Genau, wegen Gründen, die vielleicht Brandon erzählt hat, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Mhm. Geht ja euch, also geht uns ja auch nicht viel an, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, ich bin momentan zufrieden mit meinem Job, arbeite mittlerweile bei Downtown Cap. Ah ja, siehst du. Klingt doch aber gut. Hab mir auch ein neues Auto gekauft. Oh, okay, heute. Was hast du jetzt? Prairie heißt das. Okay. Was ist das für ein Auto? Ich kann es dir ja kurz zeigen, wenn du willst. Packst du hier, ne? Was? Steht da vorne beim Stoppschild. Ah. Mhm. Hinter dem Motorrad, was da hinten steht. Ja. Nicht schlecht. Vom Weiten ist es. Von nahen sieht er auf jeden Fall besser aus. Okay, ich fahre ja sowieso gleich vorbei, dann gucke ich nochmal. Ja. Ja, cool. Na gut. Wir wollen dann weiter. Ich will euch dann nicht auch weiter aufhalten. Doch, alles gut. Passt schon. Aber schön, euch wieder gesehen zu haben. Ja, ebenfalls. Na dann, schönen Abend noch, ne? Oh, schönen Abend euch noch. Macht's gut. Danke, tschüss. Jo. Ciao. Ach, der John. Mhm. Ah, okay. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so lange ziehen. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Alles gut. Weil ich weiß ja die Gründe, warum die entlassen wurden, beziehungsweise gekündigt haben. Oha. Ja, naja. Gefährlich. Mhm. War nicht so gut. Aber ich hab's trotzdem gemocht vorher, also, ne? Deswegen dachte ich mir jetzt, okay. Ja, Kontakte haben ist nie verkehrt. Was? Was? So, was machen wir jetzt? Nur so mal gesagt haben. Ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Nee. Nee. Irgendeine Tendenz? Wir machen wieder dieses eine Spielchen hier. Okay. Möchtest du diesmal, dass ich Stopp sage? Nee, mach du ruhig. Okay. Fängst du an? Ja. Sagst du Stopp?
Channel switched. User joined your channel. So, ich bin bereit. Okay. Fängst du wieder an? Mhm. Okay. User left your channel. Stop. User joined your channel. Na dann. Oh, hey. Da muss ich vorher tanken. User joined your channel. Okay, los geht's. Okay. Macht die da? Am Stoppschild halten? Ja, aber die haben die Türen auf und zu gemacht. Und die fahren sehr komisch. Fahrschule wahrscheinlich. Nee, die Autos sind anders. Ja? Ja. Also andere Farbe. Aber sieht nach Fahrschule aus. Na gut, okay. Hm. Oder? Ich dachte, das wäre ein anderes Blau. Hm. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Ich glaube, da war ich auch noch nie. Okay. Das wäre ja mal was Neues. Mhm. Glaube ich. Kurz tanken. Okay, dann los. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du dir sicher? Ja, bist du denn auch bereit? Bin mir nicht sicher. Wieso? Du hast doch bereit zu sein. Oh. Hab ich eine Bereitschaftsklausel unterzeichnet? Ja. Okay. Seit dem Tage an, wo du mit mir das erste Mal irgendwo hingefahren bist. Oh. Oder ich mit dir, je nachdem. Na gut. Ist also schon längst vorbei. Hm. Noch nicht mal Widerrufsrecht. Nö. Okay. Sowas war nicht geplant. Stand auch dann, nicht mit im Vertrag. Dann muss ich wohl damit leben. Mhm. Aber wo ist denn meine Kopie? In deinem Schrank. Ach so, ja, richtig. Hab ich ganz vergessen. Ja. In einem extra Ordner. Ja, stimmt. Mhm. Jetzt, wo du es sagst. Mhm. Was denn? Ich guck nur, wo wir langfahren. Ach so. Aber nicht schummeln. Nein, nein. Das wäre sonst fies. Aber ich bin doch gar nicht fies. Immer. Was?
Vor allem, wenn du mich kitzeln möchtest. Hm. Da bist du besonders fies. Okay, dann vielleicht schon. Mhm. Mein Tank ist schon fast wieder leer. Was? Echt? Naja, der erste Balken ist schon fast wieder weg. Was hast du für einen kleinen Tank? 50 Liter. Das ist nicht klein. Was hast du für ein Auto? 50 Liter Verbrauch. Okay. Oh, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wo. Hier waren wir doch schon mal. Mhm. Na gut. Dann waren wir schon immer hier. Komisch, dass wir genau wieder in die Gegend gelandet sind. Ja? Das ist ja ein Zufall. Das war wirklich keine Absicht. Okay. Du hast Stopp gesagt und dann habe ich Stopp gemacht. Okay. Und das ist hier. Wo, hier unten waren wir nicht, oder? Nee, das stimmt. Wow. Aber wir müssen weiter. Wo es ja auch sehr schön ist. Ich würde ja sagen, das arme Out, aber du weißt schon, was du machst, oder? Ich weiß meistens, was ich mache. Okay, das ist schon mal gut. Okay. Höre einen Wasserfall. Müssen wir vielleicht da hochgehen. Extra ein Weg hier hoch. Sieht verdächtig aus. Wenn auch steil. Wir haben es mit steil, hä? Ja. Oha, Vorsicht. Safety first. Na gut. Schon wieder so schön hier. Das stimmt. Aber ganz schön laut. Ich würde ja gern da runterrutschen, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut. Gute Frage. Wir können aber auch noch ein Stückchen runtergehen und dann von unten gucken. Das können wir auch machen. Willst du? Mhm. Okay. Vorsicht. Warum habe ich eigentlich immer so Angst um dich? Ich weiß es nicht. Kann doch gar nichts passieren. Wo ist es schon recht lange nichts passiert, hä? Das stimmt. Vielleicht, weil immer noch meinen Notfallkontakt ändern müsste. Ah. Genau nur deswegen. Möchtest du mein Notfallkontakt sein? Wirklich? Ja. Und möchtest du mein Notfallkontakt sein?
Ja. Oh. Sehr gerne. Oh. Musst du auch gerade so weinen wie ich? Ja. Oh. Okay, reicht aber auch. Okay. Ja, hi. Jetzt sind wir wieder ernst, ja? Okay. Na gut. Noch so laut hier. Mhm. Aber da hinten war noch so ein Stückchen Strand. Mehr oder weniger. Mhm. Steinstrand. Stein, ja. Und dann hab ich was für dich. Diesmal hab ich nichts für dich. Dann geh ich. Was? Nein! Okay. Es ist die Frage. Milch oder ohne Milch? Milch? Milch. Okay. Und? Oh, ein Cheesecake. Ja. Ah, dankeschön. Bitteschön. Muss ich sofort essen. Kannst dich ja ruhig setzen. Kann ich? Ja, ich denke schon. Hm. Muss ich wohl, ne? Der Kuchen ist Fisch. Wo hast du ihn her? Von Cool Beans. Ah. Mhm. Vorhin noch geholt. Den Kaffee auch? Ja. Also kein blöder Maschinenkaffee. Schon gut. Hat halt noch gar keinen Kaffee. Tja, siehst du. Da muss ich erst kommen. Ich weiß nicht, irgendwie verbringe ich so wenig Zeit zu Hause. Komisch. Ich weiß gar nicht, wieso. Gar nicht. Ist das jetzt schlimm? Nö. Okay. Weiß nicht, irgendwie fühlt sich die Wohnung auch nicht so nach zu Hause an. Ja. Kann ich verstehen. Ich hätte halt gerne die andere Wohnung wieder. Auf der anderen Seite. Das war irgendwie so, weiß ich nicht. War wirklich zu Hause. Okay. Terrasse davor. Die zwar nicht auf den Strand zeigt, aber es ist okay. Also ich bin ganz zufrieden. Mit deiner Wohnung? Ich vermisse meine alte Wohnung nicht so. Das glaube ich dir. Die war okay, aber... Ich muss dich doch nochmal umziehen. Du willst doch nochmal umziehen?
Ah, ich weiß es nicht. Hm. Wohin denn? Die andere Seite. Meinst du? Mhm. Lohnt sich das? Wieso sollte es sich nicht lohnen? Ich weiß nicht. Was hast du vor? Ich habe gar nichts vor. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich bin ja eh selten zu Hause. Ja. Du hast doch gar keinen Topf. Stimmt. Vielleicht fühlt sie sich deswegen nicht nach zu Hause. Das kann natürlich sein. Überall, wo mein Topf ist, ist mein Zuhause. Ach so ist das. Oder würdest du es anders sehen? Tja. Könnte man erstmal so sagen, ja. Hm. Moment, das heißt, mein Zuhause wäre dann bei dir. Oh nein. Ist das schlimm? Ehrlich zu sein, selbst da fühle ich mich mehr zu Hause als jetzt in meiner jetzigen Wohnung. Okay. Dann nehme ich das mal so auf, als wäre das nicht so schlimm. Nein. Ich habe ja einen Plan, weißt du? Du hast einen Plan, okay. Mhm. Was denn für einen? Naja, dir die Wohnung wegnehmen. Ach so. Weißt du nicht mehr? Ja, doch. Du tauschst einfach langsam all deine Sachen gegen meine aus, oder was? Genau. Ah, und der Topf war der Anfang. Ja. Hm. Also, wenn Klamotten von dir in meinem Schrank liegen, muss ich mir Gedanken machen. Naja, wenn ich jetzt öfters bei dir übernachten soll, dann brauche ich ja irgendwelche Klamotten weg. Ja, okay. Mal so. Das ist natürlich jetzt gut argumentiert. Ja, ne? Wo willst du denn heute übernachten? Wo möchtest du denn, dass ich übernachte? Naja, wenn du mich fragst, ne? Ja. Das ist jetzt natürlich schwierig. Aber wieso? Also ich tendiere ja irgendwie immer zum Strand. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Strand ist schon schön, ne? Ja. Könnte man so sagen, wenn du das so siehst. Dann brauche ich aber wirklich irgendwann Schlafzeug. Okay. Das lässt sich ja machen. Oder? Ja. Okay. Ja, ich glaube schon. Da, wo mein Alkohol ist. Ja, genau. Nur deswegen. Was hast du dir aufgeschrieben? Nichts. Matthew? Ja? Was hast du dir aufgeschrieben? Ja? Äh.
Ja. Siehst du da oben den toten Baum auf dem Felsen? Nein. Direkt vor uns, ganz oben. Da. Also, ja. Ja, okay. Also ist er wirklich da. Gut zu wissen, ich wollte nur nachfragen. Oder? Was? Hm? Wieso? Och, ich habe den gesehen und dachte mir, ist der wirklich da? Ich frag besser mal nach. Mhm. Ja. Du meinst jetzt wegen Alkohol? Was denn für ein Alkohol? Ja, der noch bei dir steht. Ach so, ja, bei mir steht auch noch Alkohol. Ja. Kirschlikör müsste das sein, ne? Stimmt. Magst du Kirschlikör? Also, ich glaube, ich habe ein Glas davon getrunken, ja. Der war, glaube ich, ganz gut. Was trinkst du denn am liebsten? Hast mich schon mal gefragt, glaube ich. Das kann sein. Whisky war das, ne? Ja, richtig. Ha! Ich habe mir auch mal was gemerkt. Gin. Und Gin. Mhm. Ich mag vieles sehr gerne. Ja, ich trinke auch mehr. Aber am liebsten mittlerweile Rotwein. Ach ja, stimmt. Siehst du, ich muss noch eine Flasche kaufen. Für was? Für irgendwann mal, wenn es passt. Ach so. Was dachtest du denn jetzt? Damit ich dir die tiefsten Geheimnisse wieder erzähle. Müssen auf dem Rückweg vielleicht nochmal wo lang. Okay. Rotwein besorgen? Vielleicht. Jetzt ist nur die Frage, was für Geheimnisse sind das? Naja, eine gute Frage. Vielleicht will ich das ja gar nicht wissen. Mm-mm. Weiß es nicht. Ist das gefährlich? Naja, kommt drauf an, ob du dann schweigen kannst oder nicht. Ach so ist das. Ja. Hat es mit Marvin zu tun? Vielleicht ein bisschen. Aha. Und meiner goldenen Schaufel. Ach so. Da fällt mir ein, ich habe Arthur und Grace schon lange nicht mehr gesehen. Die waren heute joggen. Ah. 13 Uhr haben sie mich angerufen. Okay. Aber da habe ich noch geschlafen. Ja. Ich auch. Auf der Couch. Ich habe Arthur letztens im DOJ gesehen. Ja. An seinem Arbeitsplatz? An meinem Arbeitsplatz. Ja, an unserem Arbeitsplatz. Ja. Ah. Wo bist du eigentlich überall? Überall. Überall? Also meistens da, wo du das Eis hingebracht hast. Oder halt im DOJ. Oder wir fahren Streife bei den Cypress-Gebäuden. Also das ist ein Wohngebäude und ein Parkhaus und so eine Hotelanlage. Mhm. Dann fahren wir zu diesem Weingut draußen. Ja, und dann die Clubs oder halt die Veranstaltungen. Ah, okay. So wie böse Hochzeiten und so. Zum Beispiel. Mhm. Oder halt das jetzt letztens. Den CEOs. Ah, ja. Wo man den Reichen beim Essen zuguckt. Ja, genau. Mhm. Johanna habe ich auch gesehen. Mhm. Und Sam war mit Brandon da.
Ah ja, ja, Brandon wollte erst Grace mitnehmen. Mhm. Doch Grace hat sich nicht rechtzeitig gemeldet, also hat er Sam mit eingeladen. Ja, sowas. Ja. So ist das. Ist Country so dein Ding? Country? Mhm. Was meinst du, die Musik? Mhm. Nee. Okay. Wieso? Wieso? Wie kommst du jetzt da drauf? Na, wegen heute. Ich fand, es war jetzt nicht zu sehr Country. Ach so, ich wusste gar nicht, was der für Musik macht. Ja, Country. Okay. Er war ein Cowboy, sagen wir es mal so. Er hat auch so geredet. Ja, das habe ich gesehen, ja. Mhm. Aber es war echt voll. Dafür, dass es ein Lied war. Ja. Den kennen anscheinend sehr viele. Ist ja gut für ihn. Ja. Ich glaube, der wird noch ganz groß hier. Na, mal gucken. Vielleicht darf er dann irgendwann mal mit der großen Emilia singen. Nein? Okay. Schade. Ich weiß ja nicht. Duets sind immer schwierig. Ja. Obwohl ich eigentlich Duets mag, aber... Hm. Hm. Wie hätte ich Lust, hier noch ein bisschen wandern zu gehen. Okay. Ich weiß nicht, so ein bisschen spazieren, so den Weg runter. Ja, können wir machen. Oder da hoch. Aber dann müssen wir durchs Wasser. Hm. Sieht schön schnell aus. Hm. Das möchte ich lieber nicht riskieren. Mhm. Keine Action im Leben, Matthew? Nein, wir gehen da nicht durch. Aber... Hallo? Wieso muss ich dir das denn jetzt sagen? Weiß es nicht. Guck dir das doch mal an. Aber es sieht lustig aus. Ja, und was, wenn du dann den Fluss runterschwimmst? Ist das auch lustig? Vielleicht. Ich hab's noch nicht probiert. Wir haben das mit den Kontakten noch nicht geändert. Nein. Mhm. Okay, aber wenn wir es gemacht haben, dann machen wir's. Vielleicht. Ich muss mal kurz. Dann verzögert sich das doch noch mal ein bisschen. Warum? Was wolltest du machen? Nichts. Okay. So. Dann machen wir erstmal was anderes. Mhm. Kontakte und so, ne? Was? Du bist schlimm heute. Nein. Vielleicht werde ich nur mutiger durch dich. Das ist jetzt nicht gut, wenn du da durch einen reißenden Fluss gehen möchtest. Der ist doch gar nicht so reißend. Guck dir das doch mal an. Ja, am Wasserfall vielleicht, aber sonst? Wenn wir eine flache Stelle finden vielleicht, aber hier nicht. Müssten wir uns ausziehen. Damit kriegst du mich jetzt nicht.
Sicher? Ja. Ich habe kein Bikini mit. Ja, trotzdem. Na gut. Sicherheit ist wichtiger. Hm. Zumindest deine. So ein bisschen was erleben ist doch nicht schlecht. Was ist denn hier? Da schwimmen welche, siehst du? Ja, siehst du? Sieht aber anstrengend aus. Guck doch mal, wie weit die da runter fallen, schwimmen, getrieben werden. Na gut, jetzt verstecken sie sich. Hier sieht's ruhiger aus. Nein, wir gehen hier nicht ins Wasser. Oder hin ist sogar ein Zelt. Ja. Und ein Roller. Da ist eine Brücke, guck. Ah. Ah. Ist ja langweilig hier. Naja, guck mal, wir haben gerade ein Date gecrashed scheinbar. Ah, Mist. Die Date-Crasher. Komm, wir klauen den Roller. Ach, jetzt machst du mit. Hast du eine Haarnadel dabei? Nee, tatsächlich nicht. Okay, schade. Kannst du das? Ich glaube nicht. Hast du schon mal gemacht? Nee. Okay. Ob ich schon mal Autos geklaut habe? Ja, wer weiß. Du hast gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht die Fragen gestellt, also muss ich ja jetzt mich so ein bisschen rantasten. Ja, nee. Okay. Ich habe keine Autos geklaut. Na gut. Klauen lassen? Oh, hier steht ein Auto. Nein. Meinst du, ich war so ein Mafia-Boss oder was? Nein. Würde ich jetzt nicht denken. Ein Roller und ein Auto. Hier ist ganz schön was los. Beliebte Straße, würde ich sagen. Jetzt sind sie aus dem Wasser gekommen. Ja. Oh, vielleicht waren wir wirklich die Date-Crasher. Tja. Jetzt verstecken sie sich auch nicht mehr. Das ist schon ein bisschen witzig. Was? Die beiden. Die tun mir ein bisschen leid. Naja. Wieso? Warum denn? Weiß nicht. Wer weiß, was sie gerade machen wollten im Wasser. Uff. Worauf willst du hinaus? An so einem verlassenen Ort, wo eigentlich kaum jemand kommt. In Unterwäsche. Ja. Schwierig. Wollten sich bestimmt nur umarmen. Das denke ich auch. Ja, ne? Ja, vielleicht haben sie noch Händchen gehalten. Oh Gott. Nein, noch schlimmer. Ein High Five gegeben. Meinst du etwa so? Ja. Mein Gott. Oder nein, was noch schlimmer ist. Oh nein. Das ist noch schlimmer. Ah nein, das kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ja, voll versaut hier. Schwierig. Ach nein, jetzt haben wir es auch gemacht. Sind wir jetzt auch versaut? Das könnte sein. Mist.
Naja. Aber ich muss dir was gestehen. Was denn? Diesen Handschlag, ne? Hm? Den habe ich auch mit Arthur gemacht. Nein. Es tut mir leid. Sag doch sowas nicht. Es ist... Ich wusste doch nicht, was es bedeutet. Ich wusste es nicht, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Und weißt du was? Hm? Das High Five, ne? Nein. Nein. Das habe ich mit River gemacht. Nein. Ich mache. Es tut mir leid. Oh nein. Es tut mir leid. Aber mit dem Bein hat es nicht bedeutet, okay? Es hat nichts bedeutet. Bist du dir sicher? Ja. Mit dir, okay. Das war besonders. Okay, ganz gut. Okay. So ist das. Wenn du mit mir unterwegs bist, so ist das. Ich merke das schon. Was? Wolltest du gerade da hochklettern? Nein. Du etwa? Ich weiß ja nicht. Würde ich nie das tun. Gefühl, ich muss heute besonders auf dich aufpassen. Ach was. Mm. Weißt doch auch nicht, was heute los ist. Ich auch nicht. Ich bin nicht nur ein bisschen wirr im Kopf. Warum? Weiß nicht. Vielleicht habe ich nur sehr viel erlebt in den letzten Tagen. Das mag wohl sein. Oha. Das ist ja hier Natur pur. Wir brauchen wirklich diese spontanen Wandersachen im Auto. Ja. Wenn ich mir deine Schuhe so angucke. Warte mal kurz. Ich glaube, selbst mit ohne Schuhen ist es angenehmer als mit Schuhen. Bist du sicher? Ja. Nicht, dass du dich verletzt? Nein. Bin's gewohnt. Dich zu verletzen? Nein, barfuß zu gehen. Ach so. Nein, mit Verletzen habe ich eigentlich nicht jetzt immer Glück gehabt. Auch wenn ich tollpatschig bin. Ja. Aber hier in Los Santos habe ich mir noch nie was getan. Oh, okay. Bis auf ein paar blaue Flecke, weil ich ständig in meiner Wohnung irgendwo andocke, aber sonst... Hier war ich noch nie. Okay, ich auch nicht. Unser erstes Mal. Oh, aber hier ist auch schön. Hm.
riecht so schön nach Natur, nach Wald. Ein bisschen nach dir. Nach mir? Oh, Verzeihung. Nein, das ist gut. Du riechst gut. Kann ich nur zurückgeben. Das sind Abgase von meinem Auto. Was? Nein. Okay, erwischt. Riechst du ein ganz kleines bisschen nach Vanille? Vanille? Das könnte tatsächlich sein. Gibt's einen bestimmten Grund? Vielleicht. Schmierst du dich mit Vanille ein? Ja, mit Vanilleeis. Ah, Vanilleeis auch noch. Die ganz harten Männer. Na klar. Was denkst du denn? Den Baum? Ein Baum! Ja, aber... So war das nicht gemeint. Aber er hängt hier so komisch. Ich glaube, du musst heute wirklich mich festhalten oder so. Das ist gerade ganz, ganz extrem heute. Ich merke das schon. Das ist nicht so einfach. So. Kommst du nicht mehr weg. Ich habe gerade den Drang, da drauf zu klettern und runter zu gehen. Aber ich lasse es mal lieber. Stopp. Mann. Nee. Na gut. Ich glaube, selbst Ray würde sagen, lass das. Ja? Ja. Na gut. Wenn du das so sagst, dass selbst Ray das nicht machen würde. Okay. 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 Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Die Richtung bitte. Ja. So, aber geh schon mal vor. Nee. Ich will nichts machen. Ich will nur in einem Baum verschwinden. Aber dann da unten. Okay. Okay. Okay.
Ich bin ein Baum. Komisch, dass du mich erkannt hast. Ja, komisch, ne? Ich hab dir auch nur ein bisschen die Frisur zerstört. Oh Mann. Ich muss wieder zum Friseur. Vielleicht lasse ich mir einfach mal einen Vollbart wachsen. Ein Vollbart? Einen ganz langen, so ein Weihnachtsmann dort. Oha. Findest du nicht gut? Also ich mag Bart. Okay. Aber vielleicht so Weihnachtsmann-Bart nicht unbedingt. Das kitzelt so beim Umarmen, weißt du? Ach so, naja, gut. Dann muss ich ja nochmal drüber nachdenken. Ja. Wonach rieche ich eigentlich? Schwer zu sagen. Aber es riecht gut. Ich bin jetzt nicht so der Gerüche identifizieren könnte. Magst du Kokosgeruch? Oh ja. Ja, das ist es. Deswegen. Ja, das ist gut. Okay. Ich glaube, wir kommen gleich beim Highway raus. Das kann passieren. Dann laufen wir halt nach Hause. Und mein Auto? Ach Mist. Ja, okay. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen zurück zur Stadt. Wollen wir mal hier langlaufen? Okay. Ja. Aber ich glaube, ich muss die Schuhe wieder anziehen. Wenn es aber nicht mehr geht, musst du es sagen. Ja. Geht schon. Okay. Ich bin Schmerzen gewöhnt. Was? Nein, alles gut. So. Im Berg laufen hat auch was. Ja, das stimmt. Kann man bestimmt auch gut mit dem Fahrrad fahren. Oh ja. Aber da muss man erstmal mit dem Fahrrad hinkommen. Stimmt. Darf ja kein Highway damit fahren. Nee, und dann muss man erstmal durch die Vinewood Hills. Boah, ist das anstrengend. Weil mit dem Mountainbike sollte das eigentlich... Ja. Oh, schon wieder so ein steiler Weg. Wir sind ja heute schon gewandert. Irgendwas stimmt nicht mit uns. Irgendwie ein Drang, weiß ich nicht, so Beine zu sehr zu belasten. Ja. Wir müssen halt auch den ganzen Weg wieder zurückgehen. Was? Leider ja. Aber...
Vielleicht kommen wir ja da wieder raus. Na, mal gucken. Das Gefühl, wir gehen nur höher. Ich habe morgen früh aber einen Termin, das heißt, ich kann nicht zu lange draußen bleiben. Ja. Auch nicht. Sonst müssen wir im Zelt über. Oh je. Nein, wir schaffen das. Okay. Hast du Pflaster zu Hause? Ja, ich müsste noch welche haben. Okay, der Weg führt nicht zurück, oder? Wenn wir jetzt hier reingehen. Nee, ich glaube, nee. Dann gehen wir wieder zurück. Okay. Müssen wir uns aber merken. Später nochmal laufen. Ja. Ja, Alice, mit dir ist ein Abenteuer. Oh. Kein schlechtes. Nee, soweit nicht. Okay. Oh, warte mal. Siehst du das da? Hab ich eben gar nicht gesehen. Oh, ist das ein Auge? Sieht so aus. Ja. Und das denn hierher? Gute Frage. Liegt aber wohl schon länger hier. Ja. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich glaube, das ist ein Belista Kompakt. Oh. Mhm. Hm. Ist nicht meiner. Na, hoffentlich. Weil der
ist nicht in diesem Staat. Hoffentlich ist der nicht von ganz da oben hier runtergerutscht. Meinst du? Vielleicht ist er auch einfach nur hier runtergerutscht. Nein, aber wie sollte das dann hier hinkommen? Weiß ich nicht, wenn er hier die Kurve nicht gekriegt hat und ist hier drüber geknallt und dann hier runter. Oder halt von hier oben. Na gut, ich weiß es nicht. Ja. Wie kommt man da noch ganz hoch? Vielleicht kommt man da noch ganz hoch. Bestimmt. Ich wollte eigentlich Grace anrufen. Aber? Sie geht nicht ran. Ah, oh, dann hat sie bestimmt zu tun. Wegen Notfallkontakten. Ach so. Na, vielleicht später. Kann sie das einfach so übers Telefon machen? Ja. Okay. Also eigentlich schon. Dann musst du später nochmal versuchen. Ja. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir wieder im Auto sind. Wolltest du dich gerade damit beschweren? Ich? Mich beschweren? Nee. Nee. Na, so Glück denn? Gehabt. Ist nicht vorüber. Okay. Ich war darüber, dass ich mit einer tollen Person Zeit verbringen darf. Ja, denke nicht. Weiß. Denn eigentlich, dass wir noch lange brauchen werden, zurückzukommen. Ja, aber umso länger kann ich Zeit mit dir verbringen. Das stimmt. Da hast du recht. Vielleicht biegen wir irgendwo falsch ab. Was? Vielleicht sind wir ja von rechts gekommen und nicht von links. Ist das sicher? Ja. Wo sind wir lang gekommen? Du wirst es nie erfahren. Dass wir wirklich noch Stunden brauchen. Tage. Wochen. Jahrzehnte. Jahrzehnte. Mindestens. Stand hier nicht vorher noch ein Baum? Ja, doch. Wo ist er hin? Weiß nicht. Mysteriös, mysteriös. Das ist der Wald der sich bewegenden Bäume. Gab es nicht irgendwo solche bewegenden Bäume? Ja, ich glaube da... Wie hießen die? Ants? Ents? Ents? Irgendwie so. Ich meine, da sind so komische kleine Leute mit haarigen Füßen hingegangen. Warte. Nee, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß auch nicht. Das stimmt, das habe ich gesehen. Ja.
ganz wichtige Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsstein? Mein Lieblingsstein? Ja. Erwartest du jetzt, dass ich dir eine bestimmte Art von Stein nenne? Ja. Das ist jetzt nicht so einfach. Was? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Was ist denn dein Lieblingsstein? Vielleicht fällt mir dann was ein. Ich mag Sandstein und Marmorstein. Ja, ich hätte auch gesagt, das ist... Sandstein ist doch meist der, der so ein bisschen rötlich innen drin ist, ne? Ja. Ja? Ja, okay. Daran hätte ich jetzt auch gedacht. Oder diese ganz, ganz weichen Steine, die man manchmal am Stand findet. Oder so ein rundgeschliffenes Glas, was man am Meer findet. Ja, oder sowas. Habe ich früher manchmal gesammelt. Das ist aber kein Stein. Nein, das ist Glas. Aber sie sehen trotzdem schön aus. Das stimmt. Hast du schon mal Muscheln gegessen? Nee. Habe ich auch irgendwie nicht so vor. Nee? Nee. Ich würde es gerne mal probieren. Mhm. Sieht's mit Schnecken aus? Nee. 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 Ich auch nicht. Okay. Vogelspinnen? Nee. Grashüpfer? Nee. Schnitzel? Schnitzel? Mhm. Ja, Schnitzel esse ich gern. Okay. Das esse ich auch gern. Was gibt's noch? Kakerlaken? Nee. Würmer? Nein. Okay, ich höre lieber auf. Wie oft hättest du jetzt ja gesagt? Gar kein einziges Mal. Na gut, dann bin ich beruhigt. Was denkst du von mir? Nur das Beste. Okay. Vielleicht kann man hier ins Wasser springen. Das ist dieselbe Stelle wie vorhin. Mann. Aber da steht das Auto. Hast du Grace schon erreicht? Nein. Na, siehst du. Oh. Vor allen Dingen genau vor dem Wasserfall, ne? Ja, man kann man runterrutschen dann. Nee. Aber es ist doch gar nicht so schnell da. Nee. Weil wenn man jetzt hier runtergeht und... Nee, stopp, halt. Oh. Mm-mm. Mann. Mm-mm. Ach, dann nicht. Ist aber auch gefährlich heute. Ganz doll gefährlich. Ich denke, ich kann dich heute Nacht nicht allein lassen. Mm-mm. Nee. Meinst Wer weiß, was dann passiert? Meinst du, ich würde mich dann betrinken und ins Meer springen? Vielleicht. Nee. Nee? Nee. Nicht gut. Na gut, dann lasse ich das heute. Ja. Denke ich auch. Morgen. Nee. Übermorgen? Mm-mm. Mittwoch. Da reden wir nochmal drüber. Donnerstag? Dann, wir haben doch Mittwoch schon, wo wir drüber reden. Ach so, okay.
Fallschirmspringen. Was? Fallschirmspringen? Was ist mit Fallschirmspringen? Könnte man ja mal machen. Mir ist so, als hätte das mal jemand erwähnt. Ja? Mhm. Hm. Mir war es auch so, dass da jemand dagegen war. Echt? Mhm. Wer war das denn? Ich weiß es gar nicht. Komisch. Bin ja mal gespannt, wenn ich dich das morgen frage, ob das immer noch so ist. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht ist heute ja ein besonderer Tag in mir. Sehr komisch. Hm. 15. August, okay. Meinst du, es ist so ein Jahresding? Weiß ich nicht, aber man muss es halt prüfen. Achso. Philipp schreit ein bisschen rum, ich hoffe, das hört er nicht. Wird mir nicht im Game. Der Roller steht immer noch da. Ja, die sind mit dem Auto weggefahren. Hm. Vielleicht können wir es doch klauen. Mal gucken. Ich habe in der Tasche eine Klammer. Okay. Vielleicht ist er gar nicht abgeschlossen. Eigentlich würde ich das nie tun, ne? Aber heute ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist wirklich? Da ist sogar ein Helm dabei. Aber ohne Schlüssel kriege ich den Motor nicht an. Ich glaube, der steht dir nicht. Der Helm oder der Roller? Beides. Okay, dann zieh ich den Helm ab. Ja. Ja, ein Versuch war's wert. Mhm. Aber vielleicht können wir das Auto da vorne klauen. Oh ja. Ja. Und dann düsen wir damit weg. Ja, in den Sonnenuntergang. Mhm. Oh nein. Was denn? Hier kommt ein Ohrwurm. Ein Ohrwurm? Ein Ohrwurm. Ah, nee, bitte nicht das. Weiß nicht, was du meinst. Mit Düsen und so. Nee. Nee? Was denn? Nee. Kommt es dir gerade auch in den Kopf? Okay. Was? Ich frag nur. Alles gut. Mir geht's gut. Okay. Dir auch? Mir geht's gut. Okay. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Okay.
Alkohol besorgen, sich betrinken und zum Meer gehen? Was? Was? Weiß ich nicht, ich hab nichts gesagt. Hm. Fahr doch jetzt schon, als wäre ich betrunken. Ja, irgendwie schon. Ich wollte es gerade nicht sagen. Ja, ja, jetzt wieder meckern. Mhm. Eigentlich wollte ich sagen, sag mal, hast du doch was getrunken? Also du darfst jetzt so sein, aber ich nicht, ja? Okay, ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir beide so sind. Wer weiß, was wir denn alle so anstellen können. Eine Bank überfallen. Die Stadt an uns reißen. Ja. Denke auch. Ich kenne die Seite noch nicht mal in mir. Ich auch nicht. Also irgendwas machst du mit mir. Keine Ahnung was. Aber nicht mit Absicht. Hm. Man hat ja auch nichts Schlechtes an sich. Pass auf. Was? Oha. Was? Das war aber jetzt gewagt. Mhm. Bisschen Slalom fahren. Mhm. Nicht, dass uns da noch jemand entgegenkommt. Die Polizei am besten. Ja. Dann sag ich, Entschuldigung, ich komme aus England. Ah. Da würde ich auch gern mal hin. Mhm. Eine gute Frage. An welchen Orten warst du schon alles? Och Gott. Das dauert länger. Na dann. Das müssen wir irgendwann anders besprechen. Ja. Auch noch mal einen Schlafanzug und zu ist da. Okay. Also du willst, dass ich wieder nackt schlafe. Also in Unterhose. Sind wir schon so weit? Okay, wir sind da. Okay. Gut. Nichts passiert. Okay.
Hallo. Hallo. Okay. Okay. Na dann. Was suchst du? Wir haben heute noch gar nicht angestoßen. Okay. Na dann. Naja, auf unser erstes Date, ne? Ja, auf das erste Date. Nein, ich habe nicht vor, mehr zu trinken. Okay. Sicher? Ja. Okay. Glaube ich. Mhm. Mhm. Ist okay. Dann. Ja. Bettzeit? Bettzeit. Okay. Okay. Irgendwie sieht das hier wirklich ein bisschen traurig aus. Naja. Das ändern wir noch. Hast du das eigentlich jetzt hier nach Outfits drin? So und so. Okay. So eine richtige Ordnung existiert momentan, glaube ich, nicht. Was denn? Nichts. 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 Hi. 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 Na. Na. Wie war der Tag heute so? Sehr schön. Ja? Ich habe mich mit einem Mann getroffen. Du hast dich mit einem Mann getroffen? Mhm. Okay. Es war sehr schön. Freut mich, ja. Was habt ihr so gemacht? Waren schwimmen. In einer Korte. Und sind irgendwie sehr spontan gewandert heute. So spontan seid ihr also. So spontan. Ehrlich. Wie war denn dein Tag? Ich habe mich heute mit einer Frau getroffen. Oha. Wie war's? Naja, also erst sind wir schwimmen gegangen. In einer Grotte. Und dann waren wir spontan wandern. Ja, dann war ich arbeiten.
Dann waren wir, haben wir jetzt wieder getroffen. Dann waren wir spontan noch mehr wandern. Oha. Ja, viel Bewegung. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich ganz schön fertig. Ja, ne? Auch. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt hier liege. Ja, ist wirklich bequem hier. Ja, ne? Ah, Moment. Besser? Mhm. Hörst du's? Ja, ich höre. Toll. Na gut. Hm? Schon toll hier. Jetzt auf jeden Fall. Mhm. Irgendwie besser als die letzten Tage. Ja? Wochen. Hm. Ja, Wochen. Ja. Kommt's? Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat sich verändert. Okay. Aber mir gefällt's. Das ist doch die Hauptsache. Ja. Jetzt kann ich gut schlafen. Mhm. Hm. Ich bestimmt auch. Schön. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja. Und gute schöne Träume. Dir auch. Und schlaf gut. Wow. Bis morgen. Bis morgen.